Das Oberharzer Wasserregal. Was soll denn jetzt an einem Regal so besonders sein? Und was hat das jetzt überhaupt mit einem Weltkulturerbe zu tun? Was daran besonders ist, das zeige ich dir. Das ist jetzt alles schon ziemlich beeindruckend. Mhm. Aber wo kommt denn das Wasserregal denn eigentlich her? Also, und wieso spricht man denn überhaupt von einem Regal? Also, das ist doch jetzt kein Möbelstück. Pass auf, lass es mich dir einmal so erklären. Bei dem Oberharzer Wasserregal handelt es sich nicht um ein altes, klappriges Regal mit Wasserkästen, sondern um ein komplexes Geflecht aus angelegten Teichen, Gräben, Talsperren und Stollen rund um die alten Bergbaureviere im Oberharz. Der Begriff Wasserregal leitet sich von dem hoheitlichen Recht, Bergbau zu betreiben, ab. Mit der Verleihung des Bergregals verlieh der Landesherr auch das Recht an die Bergleute, sich die benötigten Aufschlagswasser zu beschaffen. Das über die Jahrhunderte entstandene, ausgeklügelte Wassersystem stellte die Erzförderung mittels Wasserräder sicher. Denn Bergbau hat einen hohen Energiebedarf. Zum einen, um schwere Lasten wie das gewonnene Erz und Haufwerk zu heben und zum anderen, um das einsickernde Grubenwasser herauszupumpen. Neben der Muskelkraft von Mensch und Tier wurde im Harz die erforderliche Energie bereits im 16. Jahrhundert durch Wasserkraft erzeugt. Damit dies glückte, war es nötig, genügend Wasser zur Verfügung zu stellen. Wenngleich der Harz als besonders niederschlagsreiches Gebiet zählt, so ist der Regen nicht gleichmäßig über das Gebirge verteilt. Zudem lagen die ergiebigsten Bergwerke besonders hoch, sodass aufgrund kleiner Einzugsgebiete nur wenige kleine Quellbäche mit geringer Wasserführung zur Verfügung standen. Das führte dazu, dass über mehrere hundert Jahre Bergbau das Oberharzer Wasserregal entstand, um das Wasser optimal zu nutzen. Heute sind insgesamt 149 kleine Bergbauteiche, die vorrangig im 16. und 17. Jahrhundert entstanden sind, bekannt. Im Gelände zu erkennen sind außerdem Relikte von 107 Staudämmen dieser Teiche, von denen heute noch 65 von den Harzwasserwerken in Betrieb gehalten werden. Außerdem sind zum Sammeln und Umleiten von Wasser insgesamt 500 Kilometer höhenlinienparallele Hanggräben entstanden, von denen heute noch 310 Kilometer im Gelände identifiziert werden können. Eine Besonderheit stellen neben den Wasserläufen über Tage auch die Wasserlösungsstollen unter Tage dar. Auch von diesen etwa 31 Kilometer langen Wasserläufen werden heute noch 21 Kilometer betrieben. Seit 2010 ist dieses einzigartige Wassermanagementsystem als UNESCO-Weltkulturerbe anerkannt und ist ein beliebtes Urlaubsgebiet von zahlreichen Touristen. Die vielen Teiche und Talsperren laden zum Schwimmen, Tauchen und Segeln ein. Die Gräben und Relikte des Bergbaus können in atemberaubender Natur bewandert werden. Wer das Abenteuer sucht, kann sogar ins Bergwerk einfahren oder einen Stollen erkunden. Cool, die ganze Landschaft, das sieht ja alles schon sehr schön und beeindruckend aus hier. Allerdings, warum hat man sich denn jetzt diese ganze Mühe hier mit den vielen kleinen Teichen gemacht? Wäre es da nicht einfach viel besser gewesen, man hätte einen großen Staudamm gebaut? Pass auf, ich erklär's dir. Die Teiche sind häufig in Kaskaden angelegt worden, um so das Wasser möglichst hoch zu halten. Dies hatte den Vorteil, mehrere Wasserräder auf verschiedenen Höhenniveaus zu betreiben. Zudem ließen die bergbaulichen Erkundungsmöglichkeiten nur vage Vermutungen über das weitere Vorkommen der Erze zu, sodass nur abgeschätzt werden konnte, welche Tiefe der Bergbau erreichen und wie hoch der benötigte Wasserbedarf sein würde. Begonnen wurde der Bau mit sehr kleinen Teichen, welche später um ihr Volumen und zusätzliche Teiche erweitert wurden.
denn aus technischen Gründen konnte eine Dammhöhe von 15 Metern nicht überschritten werden, sodass viele kleine Teiche anstatt weniger große angelegt wurden. So sind mehrere landschaftsprägende Teichkaskaden entstanden, die aus 4 bis 6 Teichen bestehen. Übrigens, die Teiche werden häufig als See bezeichnet. Streng genommen ist das jedoch nicht richtig, denn im Gegensatz zu einem See sind die Teiche künstlich angelegt worden. Von einer Talsperre spricht man erst ab einem Fassungsvermögen von 100.000 Kubikmetern. Demnach sind also einige der Teiche als Talsperren zu bezeichnen, obwohl ihr Verwendungszweck eigentlich ein ganz anderer war. Besonders der Oderteich, welcher entwicklungsgeschichtlich eindeutig ein Bergbauteich ist, ist aufgrund seiner Größe als erste moderne Talsperre im Harz zu sehen. Bis 1891 war er das größte Staubauwerk dieser Art in Deutschland. Das klingt jetzt auf jeden Fall alles schon mal sehr logisch. Aber wie hat man denn eigentlich damals überhaupt so einen Damm gebaut? Und vor allem, wird der Teich nicht irgendwann zu voll und läuft der Damm dann über? Die Dämme bestanden meist aus im Stauraum gewonnenem Steinbruchmaterial. Bis 1714 wurden diese mit einer wasserseitigen Böschung errichtet, nach der alten Bauweise. Als Dichtungsmaterial wurden Rasensohlen verwendet. Hierfür wurde der Rasen in Rechteckform ausgeschnitten und dann wie Mauerwerk aufeinander gesetzt. Bei der neuen Bauweise wurde eine Kerndichtung aus Rasensohlen in der Dammmitte eingebaut, da bei dieser Bautechnik jedoch als Widerlager im Dammkörper dieser Bereich hinter der Dichtung zur Verfügung stand, war der Stützkörper im Vergleich zur alten Bauart erheblich gering. Bei einem Teichdamm von etwa 10 Meter Stauhöhe drückt das Wasser mit einer Kraft von etwa 50 Tonnen gegen den Damm. Weist die Dichtung des Dammes nicht genügend Gegenmasse auf oder ist die Dammschüttung nicht ausreichend mit dem Untergrund verzahnt, kann die Wasserkraft den Damm einfach wegschieben. Als Hochwasserschutz wurde eine Ausflut in die Dämme eingebaut. Als Ausflut bezeichnet der Bergmann den Überlauf eines Stauteiches. Zur planmäßigen Entnahme dienten hölzerne Striegelanlagen, die heute auch immer noch, wie zum Beispiel hier, am oberen Hausherzberger Teich stehen. Diese bestanden aus einem Baumstamm, der an der tiefsten Stelle verlegt wurde. Hierfür wurden die Baumstämme der Länge nach aufgeschnitten und ausgehöhlt. Anschließend wurde der abgetrennte Teil wieder als Deckel aufgesetzt und mit Eisenklammern befestigt, mit Moos verstopft, auf Querbohlen verlegt und mit Rasensohlen umgeben. Zum Öffnen und Schließen des Striegelgerinnes wurde wasserseitig am Teich ein Striegelgerüst errichtet, an dem eine Striegelstange mit Zapfen auf- und abwärts bewegt werden konnte. Das funktionierte ähnlich wie das Ziehen des Stöpsels einer Badewanne. Da viele Striegelgerüste nach der alten Bauweise von den rauen Witterungsbedingungen im Harz umgeworfen wurden, sind die Dämme nach der neuen Bauweise mit einem Striegelschacht aus Eichenholzbohlen in der Mitte des Damms ausgerüstet worden. Eine Besonderheit stellt übrigens die Huttaler Widerwaage dar. Als Widerwaage wird ein kleines Staubauwerk mit Schaltvorrichtung bezeichnet. Das Wasser wird durch ein hölzernes Bauwerk, dem sogenannten Fehlschlag, angestaut. Diese Widerwaage wurde 1767 gebaut, um die höchstgelegenen Gruben Dorothea und Carolina mit mehr Aufschlagswasser zu versorgen. Das Staubecken der Widerwaage ist durch den 780 Meter langen Huttaler Wasserlauf mit dem Hirschlerteich verbunden. Vom Graben aus wird der Widerwaage Wasser vom Schwarzenberg sowie vom Polzerberger Hubhaus zugeführt. Ist das Wehrhoch gestaut, wird das Wasser zum Hirschlerteich weitergeleitet. Bei Hochwasser können die Einsatzbretter des Wehres entnommen werden, sodass das Fließgefälle umgekehrt werden konnte. Dann fließt das Wasser vom Hirschlerteich in die Huttaler Widerwaage und dann in Richtung Söse ab, um Hochwasser im Clausthal zu vermeiden. Das ist ja alles schön und gut, aber wie hat man denn jetzt das Wasser eigentlich in den Berg hineinbekommen? Nachdem der Bergbau nach dem Dreißigjährigen Krieg wieder aufgenommen wurde, entwickelte sich die Energieversorgung der einzelnen Gruben mit Aufschlagswasser zu einem echten Problem, das immer wieder neu gelöst werden musste. Hierfür wurden zahlreiche Wasser- und Sammelgräben angelegt, um die Energieversorgung sicherzustellen. Je nach Bedarf wurden neue Kunstgräben und Wasserläufe hergestellt oder eben die Fließrichtung der einzelnen Anlagen geändert, wie zum Beispiel bei der Huttaler Widerwaage. Als bedeutendster künstlicher Graben ist der Dammgraben zu erwähnen. Dieser wird wegen seiner Bedeutung für den Oberharzer Bergbau auch als dessen Lebensader bezeichnet.
Der Dammgraben erreichte inklusive seiner Zulaufgräben eine Gesamtlänge von 50 Kilometern und überwand dabei nur eine Höhendifferenz von etwa 60 Metern. Dieses geringe Gefälle wurde von den Bergleuten angestrebt, um das Wasser so möglichst hoch zu halten. Denn wenn das Wasser möglichst lange auf einem Höhenniveau blieb, konnte es in den darunterliegenden Gruben mehrfach genutzt werden. Mitte des 19. Jahrhunderts versorgte der Dammgraben den Oberharzer Bergbau mit 13 Millionen Kubikmetern Wasser pro Jahr. Heute wird der Graben von den Harzwasserwerken betrieben. Dort wird das Wasser über das Mönchtal in die Okertalsperre geleitet und wird auch heute noch zur Energiegewinnung genutzt. Und die Kraft des Wassers wurde dann wie bei einer Mühle mit Wasserrädern, Kunsträdern. Wieso denn jetzt die ganze Zeit eigentlich Kunst? Wieso spricht man denn von Kunsträdern? Also mit Kunst bezeichnet der Bergmann eigentlich nur alle Anlagen und Maschinen unter Tage. Aber mit dem Aufkommen der modernsten Technik ist der Begriff eigentlich hinfällig geworden. Trotzdem spricht man hier im Oberharz immer noch von Kunst. Okay, aber was ist denn jetzt eigentlich überhaupt der Unterschied zwischen einem Wasserrad und einem Kehrrad dann eigentlich? Das Kehrrad ist ein ganz besonderes Wasserrad. Durch zwei entgegengesetzte Schaufelkränze war es möglich, das Kehrrad in zwei verschiedene Richtungen laufen zu lassen. Hier im Oberharz wurde so ein Kehrrad zum Beispiel zur Schachtförderung eingesetzt, indem über ein Kunstgestänge die Fahrtkunst angetrieben wurde. Aber Wasser war doch jetzt im Bergbau nicht immer erwünscht, oder? Ich meine, man hat ja eigentlich grundsätzlich das Problem, dass die Bergwerke immer mit Wasser volllaufen. Das ist doch jetzt prinzipiell nicht gut. Ja, das stimmt. Aber auch hierfür hat man sich das Wasser zu Nutzen gemacht, indem man das hereinsickernde Grubenwasser durch eine sogenannte Hubkunst aus dem Bergwerk wieder herausgepumpt hat. Hierfür wurde die Drehbewegung eines Kunstrades durch eine Art krummen Zapfen in eine waagerechte Hin- und Herbewegung übertragen. Diese waagerechte Hin- und Herbewegung wurde dann wiederum durch ein Kunstkreuz in eine senkrechte Auf- und Abbewegung des Pumpgestänges umgewandelt. Das Wasser wurde dann zum Beispiel auf das Niveau eines Wasserlösungsstollen gebracht. Dort konnte das Wasser dann über das Stollenmundloch ins Tal abfließen. Man nannte so einen Stollen auch Abfallrösche. Nicht immer war zur Entwässerung eine Hubkunst notwendig. Befand sich der Abbau oberhalb eines Wasserlösungsstollens, so konnte das Wasser natürlich der Schwerkraft folgend abfließen. Jetzt ist der Harz ja nun mal für seine doch sehr kalten und schneereichen Winter bekannt. Was hat man denn gemacht, wenn das Wasser dann zugefroren ist? Ja, das war ein echtes Problem, denn wenn das Wasser zugefroren wäre, hätte man die Minen nicht weiter betreiben können. Daher hat man die ganzen Gräben mit Bohlen- und Fichtenhecken bestückt. Und das hat jetzt geholfen? Eher nicht so. Daher hat man sich entschlossen, die Grabensysteme zu verkürzen. Man hat also die Gräben anstatt um den Berg herum durch den Berg hindurch geführt. Und so konnte auch in besonders harten Wintern ein komplettes Zufrieren der Grabensysteme verhindert werden. Insgesamt sind so tunnelartige Wasserläufe mit einer Gesamtlänge von 7500 Metern entstanden. Puh, das war jetzt doch ganz schön viel Information. Zum Glück kann man auch einfach nur am Wasser liegen und sich entspannen.